laden im Shop unsere Energiereserven auf. Wir verkaufen unseren Schrott. 22 CC. Und wir fliegen zurück zur Nymphstation. Ausrüstung gucken wir uns gleich an. Wir sind ja jetzt momentan nicht irgendwie in Gefahr. Wir kriegen momentan noch nicht auf Maul. Und alles gut. Nein, nicht zurück zur Station. Das ist ja Quatsch. Wir sind gerade erst angekommen. Mensch. Hier runter gehen wir. Hüp, 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 hüp. Schnell, 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 schnell. Buchen. Oder Werkzeugkern. Dieser Werkzeugkern ist bis zur Unkenntlichkeit deformiert. Jetzt ist die Frage, ist das alles Schrott? Oder kann man das reparieren und dann zufällige Items draus kriegen? Das wäre cool. Da ist ein Feind. Hallo, wie geht's denn so? Alles klar soweit. Hast du Bock zu handeln? Gut, das hier hätte ich anzubieten. Oh, nice. Waffenkern mit mindestens einer Mod, 650. Waffenerweiterung, Schildkern, mittelgroße Energiezelle. Das klingt eigentlich nicht nach einem so schlechten Deal. Hier, bitte. Danke, tschüss. Möchtest du mir sonst noch etwas sagen? Das wäre alles. Fröhliches Plündern! Danke. Schön, dass wir uns nicht gegenseitig totschlagen müssen. Schön, dass es hier auch freundliche Gesellen gibt. Hm. Was ist das? Okay, das hier ist immer ein Event, wo man was suchen kann. Wertvollen Schrott. Was ist das hier? Eine Landezone. Ah, das ist cool. Dann kann man schneller zur Basis zurück, als wenn man jetzt hier rauf muss für 190 AP. Was ist ein Encounter? You find a severed robotic hand holding a strange object. Also wir finden eine abgetrennte Roboterhand, die ein komisches Objekt hält. So wie am Anfang. Es sieht so aus, als würde das Objekt seinen zweiten Part vermissen. Seine zweite Hälfte. Ha! Willst du es nehmen? Na klar, wir haben die erste Hälfte auch schon genommen. Es ist immer noch ein Indie-Game, meine Herren, meine Damen und Herren. Kann immer noch passieren, dass da was nicht richtig übersetzt ist. Wir haben uns schon daheim im Kampf gesehen. Ja, du bist alleine. Ich hau dir auf Maul. Komm. Lass boxen, Brudi. Hier markieren, schießen. Dem ist 13. Dang. 18! Uff. Der arme Typ. Rückstellen. Gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit unserer momentanen Crew. Wir haben eine gute Auswahl getroffen. Und das sage ich und jetzt ziehe ich natürlich nur Müll. Runde beenden. Du machst mal bitte Schaden. Zwei Schüsse ab, wobei pro Schuss. Oh, wow! Und wildes Geballer! Und ich kann nicht lesen. Jetzt habe ich die Streuung nicht gut bedacht. Mann! Ich Seppel! Betäubt. Einfacher Schlag. Haha! Gut. Eine zerstörte Mod sieht aus wie eine VR-Brille. Wozu auch immer dieser Mod genutzt wurde, er wird seinen Zweck nicht mehr erfüllen. Ding ist auch komplett zerdeppert. Zerdeppert. Kann ich nicht? Ach jetzt. Ihh! Die Skinks zischeln scharf und zucken nervös, als du näher kommst. Auf den Kampf vorbereiten. Ich bin bereit. Musik ist ein bisschen dezent, aber trotzdem passend. Aber sie ist nicht sehr ikonisch, würde ich jetzt mal behaupten. Klingt halt wie jedes Sci-Fi-Game. Oder Cyberpunk-Game auch. Eigene Einheit oder Verbündeter, 33% Waffenschaden. Klingt lecker. Frank ist jetzt nächstes dran. Frank kann niemanden umbringen, der macht nicht genug Schaden. Aber das ist doch lieber so. Zack. Wenn Frank jetzt eine Waffenkarte besitzt, dann kann er natürlich nicht. Wenn er das jetzt auf sich selbst benutzt. Ist er dann gleich nochmal dran? Weil dann habe ich ja die Chance. Also wenn ich nochmal dran bin, dann habe ich die Chance durch die neue Karte, die ich bekomme. Aber ich ziehe ja keine neue Karte. Ich probiere es einfach mal aus. Ziehe ich eine neue Karte? Ich bin direkt nochmal dran, aber ich ziehe keine neue Karte. Okay. Dann buffen wir jetzt mal den Grunt.
Der kann Schaden machen, das ist gut. Kritische Schaden. Oh ja. Säureklaue, okay. Macht das jetzt ein Dot? Stimmt. Dem wird seine Schadensresistenz verringert, okay. Schildboost, Schild aufladen, Schild aufladen. Ach, das sieht man hier an dem Kring. Ah, okay, schön. Das ist eigentlich sehr schön gemacht. Ich mag auch diesen Comic-Look. Sieht sehr gut aus. Wird auch nicht so auf die PC-Ressourcen gehen, aber das sollte sowieso kein Problem sein. Schild wieder aufladen. Du hast doch Schaden bekommen, oder? Eine Anzeige, um zu sehen, wie viel maximalen Schild wir haben. Gut. 13, schade. Fast gemordet. Wer nochmal mit seinem komischen Ruf? Macht aber nichts, ne? Naja, ist wurscht. Ah, ist jetzt nochmal dran. Oh nein! 10! Uff. Ja, aber du bist sowieso nochmal selber dran. Dann lass ihn wieder auf. Wieso ziehst du keine Karten? Naja. Rückstellen. Alles wird flashend rankommen. Einfach ein Schlag. Bumm. Erwischt, ermordet, erfolgreich. Besiegt. 6% Schaden. Bla 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 bla. Ein Tachyon-Chip. Kann zu einem guten Preis verkauft werden. Manche Leute können von diesen Chips nicht genug bekommen. Ah ja, Chips. Ah, ich liebe Chips. Linsenknoten. Schwerer Nahkampf. Wir haben keinen schweren Nahkampf. Allerdings könnten wir das vielleicht. Nee, Grunt geben. Grunt würde sich da vielleicht anbieten. Rollenspieltechnisch. Wir gucken hier rüber, wir gucken uns alles an. Das ist der Kantor. Du siehst eine Nekrowache, die auf einer riesigen Laserharfe spielt. Die quälende Melodie ist gleichermaßen wunderschön und bedrohlich. Wir unterbrechen ihn. Hinfort, Sterblicher! Ich konzentriere mich auf serielle Progression! Die Kreatur scheint zwar nicht allzu erfreut über deine Anwesenheit, doch sie greift dich nicht an. Stattdessen scheint sie sich voll und ganz auf die Musik zu konzentrieren. Er ist ein Zombie, den müssen wir töten! Ah, sterblicher Narr, versinke im Höllenschlund! Okay. Okay. Okay, okay. Du buffst dich selbst? Ja, du buffst dich selbst. Wir hoffen, dass Frank dich gleich buffen kann? Weil du schießen kannst? Ah, natürlich nicht. Aber er kann drauf schießen. Schon mal einen Teil des Schildes wegmachen. So was kann er. Echo-Attacke. Okay. Natürlich auf Arles. Heck. Der ist ja. Ich meine, er ist biologisch, klar, er ist ein Zombie, aber. Er hat auch Roboterteile. Ich meine, er hat keine Füße. Vielleicht kann man den hacken. Ja, offensichtlich kann man den hacken. Betäuben eine Runde. Solche. Plus zwei durch solchen Angriffe erlittener Schaden. Oh. Okay. Wir markieren das Ziel. Wir markieren das Ziel. Ja. Da gibt debufft, jetzt gibt er mehr Schaden. Wir treffen die besser. Adrenalin! Oh ja. Hier mehr Fertigkeiten, das heißt, die Waffenfertigkeit ist auch um 50% erhöht. Wir hacken den nochmal. Wieso sollte ich mir die Möglichkeit geben lassen? Oh, weil er das widerstehen kann. Kann ich das einsehen, wie viel Chance er hat? Widerstehen irgendwie? Oh. Ist trotzdem nur einmal dran. Naja. 3×11. Oh ja. Oh. Und Frank macht den Rest. Haha! Und sogar noch gekrittet. Super. Das könnte nicht besser laufen gerade. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir finden einen erstarrenden Sprengstoffknoten, der irgendwas kann einfrieren. Ah. Umgehender zehrender Schussikowski. Modifizierter Offensivknoten. Das gucken wir uns alles mal in der Stadt an. Glitschiger stärkender Matrixkern. Ah. Hier rüber. Oh, wir müssen aber gleich zurück. Nicht, dass unsere Energie leer geht. Das wäre schlecht. Wir können noch scannen.
Ja, und jetzt gehen wir zurück. Wir müssen ja nicht auf Null immer rauskommen. Aber wenn hier jetzt noch ein Kampf kommt, irrelevante Mutter gesichtet, begrüße sie mit Laserfeuer, dann könnte es sein, dass unsere AP wieder leer geht. Huch, ach, der ist ja süß. Irgendwie habe ich das Verlangen, den auch anzuschießen. 17 und er ist tot. Sehr gut. Frank, kümmere dich mal darum. Und Grunt, mach mal bitte den Rest. Das sollte sogar reichen. Nee. Glück, aber nein. Vakuumschuss. Ich wollte gerade Vakuumschuss sagen. Erschüttert, was heißt denn erschüttert? Achso, natürlich, wir kriegen eine Karte weniger, wir ziehen keine Karte nach. Schießen! Ne, schlagen! Erstechen! Den Roboter erstechen! Zehrender, verhärteter, stärkender Mehrfachschrauber. Richtige Diablo 3 Namen hier. Auf zurück in die Basis! Und dann gucken wir uns mal die Items an, die wir bekommen haben. Wir erschließen, zurück zur Station. Hui! Mal fix speichern. Schöner Quicksave, sehr gut. Okay. Inventar. Waffen. Hauptwaffen. Wir haben einen Beamer. Kann man das direkt irgendwie vergleichen? Mit Shift, Alt, irgendwas? Nein. Okay, das Ding hat 7. Schadensausteilung nicht. Weiter eine Shotgun. Durchstich. Zusätzliche Schildschaden. Das ist gut. Präzisionsschuss, Präzisionsschuss. Aha. Was hat er nochmal? Eine Sturmdistanzwaffe. Ehrlich gesagt würde ich die lieber Frank geben. Ich gebe ihm die hier. Die klingt... doof. Ass. So, ich will ihm die Shotgun geben. Frank gebe ich dann lieber die Sturmwaffe, weil... passt mir rollenspieltechnisch besser. Dass der Medic die SMG hat, das würde ich irgendwie gucken. Und Grunt, der braucht eigentlich eine Schrotflinte. Das sollte doch ganz gut. Außerdem macht er immer Schaden. Macht nicht mehr Schaden. Aber sieht cooler aus. So. Da habt das. Initiative als zusätzlicher Schaden. Plus 6% Initiative als zusätzlicher Schaden. Okay, wie viel Initiative haben wir? Wir werden es wohl nie erfahren. Irgendwo steht es bestimmt. Stoppender Schuss. Verursacht irgendwas. Ich. Was soll das denn lesen? Gimba. Ah, man kann das anlocken. Okay. Also festmachen. Festklippen. Verursacht 75% Waffenschaden. Die Initiative des Benutzers wird dem Angriffsschaden hinzugefügt. Die Initiative wird bis zur nächsten Runde auf 0 reduziert. Aha. Interessant. 75% war Waffenschaden, also 8, also 6. Plus Initiative. Mit meiner Initiative runtergesetzt. Nein. Aber es hat ein guter Burst. Wir nehmen es mal rein, komm. Wer nicht wagt, der nicht. Wind. Achso, das geht nur mit leichten Distanzwaffen. Ah. Nahkampfwaffe, wir haben keine Nahkampfwaffe. Schwerer Nahkampf, wir haben keine Nahkampfwaffe. Werkzeuge. Technikwerkzeug. 10 Technik. 3 Technik. Schildschaden, Schadensresistenz, maximaler Schild. Eigene Einheit oder Verbündeter stellt 25% Schild wieder her. Das kann erstmal so bleiben. Mods. Pulsgranate. Waffenwerkzeug. Was ist denn ein Waffenwerkzeug? Achso, wahrscheinlich ein Messer. Nee, mach auch keinen Sinn. Warum? 47% einfrieren. 14% Schaden, minus 3 Initiative bei Treffer. Pulsgranate. Verursacht 5 Basisschaden bei 3 benachbarten Einheiten. Technik und Heilungsstörung für 3 Runden. Macht 6 Basisschaden bei 3 benachbarten Einheiten. Oh, ja, das klingt eigentlich schon. Kann man das jetzt irgendwo. Das ist ein Technikwerkzeug, das ist ein Technikwerkzeug. Waffenwerkzeug.
Alles dann? Energieklinge. Aha! Wirklich die Pulsgranate. I see. Okay. Weitere Mods, Technik-Mod, brauche ich alles nicht. Waffe. Ist die aktuelle besser? Mods. Die Nahkampfwaffe. Feuriger Schlag. Versucht 125% Schaden, verbrennt 30 Sekunden. Das klingt lecker. Wie viele Skills habe ich jetzt bekommen? Das dürfte eigentlich nur einer gewesen sein. Ja, der feurige Schlag. Feurige Schlag hier. Säureangriff. Verursacht 125. Leider 3 Runden lang minus 2 Rüstung. Effekt kann gestapelt werden. Das ist gut für die Roboter. Die Roboter. Die Roboter. Während Nahkampf. Wir haben keinen. Während Nahkampf. Werkzeuge. Schilde. Mhm. 24 Schild. 24 Schild ausweichen. Maximal Schild. Selbstaufladung. Ist halt nur einmal drin, aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja den Frank als. Naja, als Dingens. Als. Halt, Heiler. Heiler halt. Okay. Dann wird jetzt noch zackig verkauft. Ja, Energiereserven werden aufgefüllt. Behalte ich die Sachen? Das werde ich nicht benutzen. Rote Distanzwaffe. Ja, die gleiche, die wir haben, nur schlechter. Auch nicht. Das ist okay, wenn wir mal einen schweren Nahkämpfer dabei haben. Verzehrende, verhärtete, stärkende Mehrfachschrauber. Also mit dem Namen müsste ich ihn eigentlich behalten. Technik. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber der Skill ist halt nicht so gut. Ah, weg damit. Weg, wir haben keinen Plünderer. Schildkern, der Basisschildkern ist auch kein Schwein. Resistenz, Schildkern, Mod, das ist okay. Schildkern, Level 1, Mod, Schockwelle. Das hab ich gleich gesehen, hä? Was? Wer? Wo? Mod, Schild. Ah! Okay, alles brauche ich. Was? Der hat nämlich den wenigsten Schild. 20, 24, ich lüge. Ich hab gelogen. Schutzkreis. Okay. Besser als nix. Plus 3% Schaden, das maximale Schild, plus 4% Schaden. Das ist was für sie. Nicht, dass es einen großen Unterschied machen würde. Aber die Schockwelle ist vielleicht gut. Will ich noch schaffen, irgendwas zu reißen in meinem Leben? Verursacht 4 Basisschaden und belegt alle Feinde mit einem der folgenden Effekte. 50% erschüttern, 2. Achso, erschüttern 2. 50% Chance, minus 3 Initiative für eine Runde. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber macht es auch Schaden an allen Gegnern. Und nochmal ein Buff. Ja, das kriegst du. Schadensresistenz, Betäubungsresistenz, maximaler Schild. Gut. Das kriegt unser letzter, unser Grunt. Eigene Einheit, 25 Schild, 3 Platz. Gut. Gut, 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 gut. Und noch ein paar Goodies. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Like, teilt mein Video, abonniert mich und ganz wichtig, vergesst niemals, euren Buffel zu füttern. Tschüss!